Ich habe die neuesten Süßigkeiten für euch am Start. Bin sehr gespannt auf die Sachen, die wir am Start haben, weil es ja wirklich, boah, wie ihr sehen könnt, ist wirklich eine große Box. Es ist kein Scheiß oder so, ne? Fangen wir an, ihr Schweine. Wollt ihr was Süßes zuerst oder wollt ihr was Salziges? Haut mal rein. Süß, salzig, salzig, süß, sweet, süß, salzig, salzig. Oh, salzig sagt ihr alle. Seid ihr so dicke Kinder? Ich würde sagen, Chips sind salzig. Und dann habe ich für euch was aus Japan, Leute. Oder China? Trüffel-Lays aus Japan. Ich muss sagen, ohne Scheiß, Leute, ich finde Trüffel nicht so lecker, wie es gehypt ist. Ich höre immer so Leute, ja, Mann, Trüffelpasta und Trüffelmayo. Was bei euch? Sagt ihr, Trüffel ist lecker? Ich muss sagen, ich finde Trüffel so, also nicht scheiße, aber so, ja, ich find's überhyped. Ich find's überhyped. Boah, Leute, das ist aber wild. Die sind sogar noch eingepackt. Also, du machst die Packung auf und hast du sogar nochmal so ein Scheibending dabei. Noch nie Lays and Pringles Packung gesehen. Stimmt, Digga, das ist auch schon ein bisschen besonders, ne? Lays sind ja immer in einer Tüte und das ist in so einer Pringles Form, sage ich jetzt mal, auch wenn das immer Pringles, sage ich mal, ist. Das überrascht mich sehr. Ich muss auch sagen, die sehen sehr, die sehen schon wild aus. Die sehen echt aus wie so ein Trüffelchip einfach. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Boah. Alter. Das ist ein purer Trüffel in meinem Mund. Wow. Ich muss mal sagen, der Geschmack ist echt geil. Also ich mag Trüffel eigentlich so, ne? Aber die Mischung aus dem Trüffelgeschmack und dem Salz ist echt lecker, Digga. Sieht verschimmelt aus, kann sein, aber schmeckt scheiße gut, Alter. Sehr, sehr lecker. Boah, jetzt brauche ich was Süßes. Wie wär's mit Sommerküsschen, ihr Schweine? Cheesecake-Variante. Das gibt's jetzt auch schon, Digga. Es geht jetzt einfach Ferrero-Küsschen. Nee, das ist nicht Ferrero-Küsschen. Doch, das ist Ferrero-Küsschen. In Sommer-Edition Cheesecake-Kern. Junge. Habe ich jetzt vor 2 Tagen im Supermarkt entdeckt und dachte mir, Digga, da muss zugeschlagen werden. Ich liebe ja Cheesecake. Also, mein Lieblingskuchen. Was ist euer Lieblingskuchen? Schreibt mal rein. Einige von euch schreiben bestimmt jetzt Schwarzwälder, Schwanztorte. Ich muss sagen, ich liebe wirklich Käsekuchen und ich liebe auch wirklich Zitronenkuchen. Alter. Und Käsekuchen, ne? Die Hälfte. Da soll angeblich Käsekuchen drin sein. Oh, 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 nein. Oh, Junge. Oh, gib mir noch einen. Oh, ist ja lecker. Käsekuchen ist einfach geil. Ja, Mann. Ich spüre. Oh, ist ja lecker. Das schmeckt wie ein Käsekuchen mit Schokolade umhüllt. Ah, Hammer, Hammer. Ja, scheiße lecker, Digga. Hier steht auch, schmeckt noch gekühlt lecker. Oh, ich glaube auch, Mann. Scheiße, Leute. Das kann ich sowas weiterempfehlen. So ein geiler Cheesecake-Geschmack. Da sind sogar noch kleine Stückchen drin. Oh, geil. Meine Fresse, schmeckt das lecker. Machen wir direkt weiter. Aber das muss ich jetzt mal testen. Das habe ich so lange hier schon rumstehen. Das ist jetzt auch nicht mehr so super neu wahrscheinlich, aber super Dickmanns. In Lemon Cake gab es immer halt auf Geburtstagen, auf so Kindergeburtstagen. Und Digga, mögt ihr Dickmanns? Ich muss sagen, die finde ich nicht scheiße, aber Digga, auf jedem Nee, wir machen das nochmal. Wir sind in der Klasse und dann so, ja, der Typ und der hat Geburtstag. Oder die bringen keinen Kuchen mit, Digga. Die bringen immer diese scheiß Dickmanns mit. Ich dachte mir jedes Mal so, oh. Jedes Mal diese Dickmanns, Alter. Oh, nee. Ey, aber mit Zitrone? Boah, du hast doch so eine Schicht drumherum. Alter. Boah, ist der geil. Cheesecake-Geschmack. Lemon Cheesecake. Alter. Hammer. Hammer. Okay, ich mag dich ganz wieder. Du hast halt Lemon Cheese geschmeckt. Du hast einen Cheesecake mit so einem leicht Lemon-Geschmack. Also weiter geht's, Leute. Ich bin gespannt von euch, wer diese Marke kennt. Diese Marke, ich schwöre, die ist eigentlich so bekannt, die kennt jeder. Aber irgendwie ist die nicht mehr so im Hype oder irgendwie frisst das kein Schwein mehr. Und zwar kennt ihr noch Milky Way. Milky Way ist eine richtig alte Marke. Die hat irgendwie keinen Hype. Jeder isst Snickers oder Twix oder sonst was. Aber Milky Way ist irgendwie, ich sehe niemanden, also niemanden, der eine Milky Way-Sache isst. Also ich würde mich sehr freuen, wenn diese Kekse jetzt diese spezielle Mischung hat. Weil Milky Way hatte genau ja, das Besondere an dem Ding war ja, die hatten eine ganz spezielle Mischung in drin, weißt du? Ah. Das war's, oder was? Nein. Das war's, Leute. Das ist einfach nur ein Keks. Das ist einfach nur ein Keks mit Schokolade. Warum steht da Milky Way drauf? Das hat nichts mit Milky Way zu tun, Digga. Das ist einfach nur ein scheiß Schokokeks, der nicht mehr gut schmeckt. Die hier, ne? Die wollte ich schon so lange testen, Leute. Mayo. Mhm. Merkt euch Mayo, ihr Schweine. Ich hab immer gesagt Mayo-Süppchen. Alles schmeckt besser Mayo. Mayo-Chips von Lays. Werde ich jetzt betrogen oder nicht? Oh, Bruder. Oh. Oh. Oh, die schmeckt so scheiße. Oh, nee, Digga, hör auf. Das schmeckt gar nicht nach Mayo, Alter. Guck mal, vor allem, die machen da so eine Pommes hin. Du denkst so, ja, Mann, du dippst jetzt eine Mayo rein.
Nee, Mann. Alles schmeckt besser im Mayo. Mach mal ein deutsches Produkt, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Jeder weiß doch, was isst du um 10 Uhr morgens? Richtig, ein Kind. Keiner von euch hat es gerechnet. Einen dicken Schwanz auch, nehme ich auch noch, aber ein Kind wäre gut gewesen. Shoppers hat eine Black and White Edition rausgebracht. Also ich schätze mal dunkle Schokolade. Okay, ah! Oh! Ja, da freut sich ein Festtag. Digga, du hast hier so eine extra Schokoschicht. Seht ihr das? Das ist eine extra Kakaoschicht, Digga. Guck mal, wie fett die ist. Alter! Ich liebe Knoppers ja schon so, ne? Aber so, ah! Hammer. Oh, Hammer. Das soll Brownie sein. Ah, schmeckt eher so ein bisschen nach, so Schoki. Ah ja, Brownie ist ja Schoki, ja, doch. Ja, doch, doch, doch. Ich zeige euch jetzt mal was Französisches, okay, ihr Fettsäcke? Und zwar Kinderduo. Das gibt's nur in Frankreich derzeit. Nouveau! Ich weiß nicht, warum die Scheiße nur in Frankreich existiert, aber es ist an sich eigentlich ein... von Kindern gemacht. Es ist ein Keks, ne, mit weißer und schokoladiger Schokolade auf beiden Seiten. Aus Frankreich! Okay, die sind klein. Ich dachte, die sind dick, aber... Oder ist der Keks abgebrochen? Ah, ist abgebrochen. Okay, ja. Du hast echt wirklich so einen Langriegel, ne? Es könnte... Warte, könnte sogar... Boah, sogar fast meine Schwanzgröße. Mmh. Weiß? Gib mir dazu noch einen Kaffee, ein Teechen, Digga. Hammergeil, Junge. Das kommt safe nach Deutschland, das ist ja übergeil. Das ist an sich einfach nur ein scheiß Schokoriegel, nicht Riegel, ein Keks, aber halt mit weißer und dunkler Schokolade gleichzeitig. Sehr geil, Alter. Also wir haben hier Cheetos. Allerdings ist die Mischung eigentlich sehr geil. Das hört sich geil an. Guck mal, Chips, scharf, aber mit Limette. Es gibt im Supermarkt, ich weiß leider nicht, wie die heißen, vielleicht kennen das einige von euch, ne? Das sind so kleine... Oh, wie soll ich das beschreiben? Kleine Nüsschen vom Asiaten. Also es gibt mal so Sushi-Stände bei ganz vielen Supermärkten. Und die verkaufen auch so kleine Nüsse. Und die sind scharf plus Limette. Und die schmecken göttlich. Also scharf plus Limette ist eigentlich eine richtig geile Mischung. Und jetzt muss bitte die Oh, die Cheetos sind schön scharf. Digga, guck dir den an, Junge. Der sieht gefährlich aus. Und jetzt muss der nur noch geil schmecken mit Limette. Komm, bitte. Oh, der brennt, Digga. Mmh, ja. Ja! Mh! Oh, der brennt, Digga! Ja! Du hast so einen leichten, geilen Limettengeschmack. Und natürlich... Boah! Das ist echt scharf, Digga! Boah! Aber lecker! Richtig lecker! Oh! Boah, das ist so lecker! Ich will gar nicht aufhören zu essen, Alter. Ihr müsst mich stoppen, ihr Fettsäcke. Oh, das ist lecker. Aber scharf. Oh. Ich darf mir jetzt nicht ins Auge fassen. Oh. Ich darf mir jetzt nicht ins Auge fassen, ihr Fettsäcke. Oh, das ist scharf. Mein Mund brennt. Ah, wie rot ist meine Zunge direkt. Alter. Jetzt machen wir mal das hier. Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, was uns da erwarten wird, ne? Milka Cookie Snacks. Meine ist für Tomatenmark. Auf Pizza in Ordnung. Auf Pizza ist okay. Pizza ist okay. So, du hast so kleine Dinger, ne? Milka hat da richtig rausgehauen. Der war schlecht. Sieht trocken aus. Aber ein bisschen negativ hier, Schweine. Ich muss ganz ehrlich sagen, Aussehen, ihr schreibt mir in den Chat. Was sagt ihr aus dem Chat? Ich muss sagen, Aussehen ist doch ganz lecker. Guck mal, wie schön überzogen mit Schokolade der Riegel ist. Dann hast du oben auch noch sogar noch einen Schokodrink drin. Mel, ehrlich? 3 von 10? Ey, ihr seid kritisch, ihr Schweine. Ihr seid kritisch. Hä? Wie kann man den haten? Mit einer Milch? Ich schwöre 8 von 10. Oh, ist das geil. So, du hast einen Keks umhüllt mit Schokolade. Das kann doch nicht schlecht sein. Alter, ist der geil. Ich darf nicht aufessen, ich esse schon zu viel auf. Aber der ist ja Hammer. Wir haben in meiner Kiste. Wir haben vieles. Wir haben aber auch Twix. KitKat, sorry. KitKat Orange. Orange Orange. Wir haben KitKat Orange. Erwartungen gigantisch. Weil Schokolade mit Orange, wann hat das mal bitte enttäuscht? Digga, das schmeckt einfach 1:1 wie ein Softcake. Das schmeckt einfach 1. Ey, Digga, hat KitKat sich bedient oder was? Das schmeckt 1:1 wie ein Softcake.
Wir haben das ja gemacht. Nicht schlecht, aber Softcake halt, ne? Davon würde ich jetzt nicht 10 Stück oder so essen, sag ich ehrlich. Das hier, Leute, der Milka, sorry, ich habe 2, 3 Milka-Produkte, die will ich direkt abhauen, ne? Ja, abhauen. Will ich direkt fertig machen. Das sind kleine Küchen von Milka. Hier hast du angeblich Sahne. Boah, Moment, hier, ihr Fettsäcke. Hier hast du Sahne. Und hier unten hast du anscheinend Keks und umhüllt. Das alles mit Schokolade. Gibt schon lange? Echt? Die hab ich bei Action gefunden. Und da gab's die, waren die ziemlich neu. Da stand so neu, neu, neu. Sieht aus. Ich sag's mal nicht, Digga. Wäre nämlich nur ein Rassist. Also, es wird das versprochen. Aber scheiße, sind die trocken. Boah, die schmecken ja richtig scheiße. Die schmecken total lieblos und kacke. Ah, Digga, die bocken ja gar nicht. Mann her. Ich muss sagen, ich hab die nicht so oft gegessen eigentlich. Aber die sind eigentlich ganz cool. Also es ist einfach eine Schokowaffel-Version. Die gibt es auch in ganz normal, ohne Schoko. Oh! Alter! Milch-Schokoschnitten? Ah, das ist eine Schnitzel! Das schmeckt ja Hammer! Oh, dazu eine Milch. Moment. Ey, dazu eine Milch. Oh! Göttlich. Wisst ihr, was ich auch ein bisschen überhyped finde? Das sag ich euch ganz ehrlich, ich finde Skittles. Also ich finde Skittles ein bisschen überhyped. Da die Leute mir immer wirklich sagen, oh, Skittles hier, Skittles da. Ja, ist lecker. Aber, Digi, das ist die Version mit Gummies. Ne, mit Gummies. M&M's safe. Digga, also wer lieber Skittles isst, ne, anstatt M&M's, der kann mir das nicht erzählen. Also Skittles gibt's jetzt hier in einer Gummiversion. Sonst sind die immer härter, das wisst ihr. Gummiversion. Ja, die schmecken aber geil. Boah, also das ist aber lecker. Boah, Digga, immer wenn ich hate, schmeckt's auf einmal geil. Skittles hat sich doch wieder mein Herz gehauen. Da bevorzuge ich auch M&M's lieber auf jeden Fall. Ja, ist aber blöd, ne? Sind die sauer überhaupt nicht? Ich glaube, sauer werden die noch besser. Einmal Schokosticks von Milka und von Maribu. Einmal Absin Crisp. Ich habe keine Ahnung, was auf uns wartet. Aus Schweden habe ich das bestellt. Also es ist halt einfach so ein Kreischen. Kreis, ne? Es ist einfach ein Schoko-Ding. Boah. Alter, ich bin besoffen, Mann. Boah, schmeckt nach Alkohol. Das schmeckt schon gut, aber sehr orange. Also wenn du Orange nicht magst, das wird dann nichts mehr für dich, Digga. Das schmeckt schon lecker, aber da sind noch Prozente drin, Digga. Da kann man nicht mal sehen, Alter. Das kann man ja nicht mal sehen, aber da ist irgendwas drin. Okay, Leute, jetzt kommen die zwei wirklich wichtigsten Sachen, interessantesten Sachen. Und zwar, einmal haben wir Pringles, ne, in der Rahmenversion. Und wir haben Coca-Cola Starlight. Das ist die neue Cola, die ist jetzt auch schon wieder einen Monat alt, weil ich die Süßigkeiten gehortet habe ein bisschen. Und Coca-Cola Starlight, Leute. Was ist das für ein Geschmack? Da drauf steht Space Flavor. Ich habe keine Ahnung, was Space Flavor für ein Geschmack ist. Ich habe über einen Monat jetzt gewartet, die endlich mit euch zu probieren, Alter. Gott, habe ich lange drauf gewartet. Oh, Alter Schwede, das hat echt so genervt, darauf zu warten. Aber auch die Pringles, Alter. Die Pringles haben auch sehr lange gewartet. Was wollen wir zuerst machen, Leute? Wollen wir die Pringles zuerst machen oder die Cola? Ich muss sagen, beides ist halt super interessant. Erstmal das Geräusch. Mal gucken, wie es aussieht. Okay, hat eine sehr bierige Farbe. Sieht echt ein bisschen bierig aus. Aus wie ein Rotwein gefühlt. Es riecht echt nach Cola einfach, nur noch nichts Besonderes. Ist ja angeblich Space-Geschmack, was auch immer Space-Geschmack heißt. So schmeckt der Space? Digga, es schmeckt mehr nach Wasser als Cola. Es schmeckt nach Wasser, bisschen Cola, bisschen Beere. Es schmeckt bisschen nach Abfluss. Bisschen nach Cola und bisschen nach Abfluss. Es ist so eine geile Verpackung, so ein schönes Auftreten. Dann kommen die mit so einer Käsescheiße. Digga, mach doch bisschen Geschmack rein, bisschen mehr Berry. Aber wirklich kein Berry. Hier hast du die Gewürze, das sollst du aufmachen. Dann machst du es wieder zu, dann Wasser rein für 10 Minuten. Und Japanisch reicht ja nicht so ganz aus. Und wenn es dampft, dann machst du die oben auf. Okay, gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Erstmal natürlich mal wieder auf. So, ne? Gewürz muss rein. Das ist das Pringles-Gewürz anscheinend. Oder in der Kombination mit Pringles oder wie auch immer. Es riecht schon lecker, muss ich sagen. Okay, ihr Schweine. Es sieht jetzt nicht besonders aus. Das sind ja an sich nur Rahmen. Aber es soll angeblich nach Pringles schmecken. Okay, ich habe Scheiße gebaut. Ihr müsst euch vorstellen, die Pringles hier, ne, haben über ein Jahr auf Madeira waren die. Meine Schwester hat sie dann mit nach Deutschland gebracht, auf korrekt, nachdem sie in Madeira zu Besuch war, sage ich mal. Und Digga, diese Nudeln, ich glaube, die sind nicht mehr gut, Digga. Die schmecken ganz ungesund, sage ich euch. Also an sich schmeckt es nicht mal schlecht, aber die Nudeln schmecken leider ganz, ganz pappig. Ganz, ganz nach Pappe. Es soll nach Sour Cream schmecken. Und ich glaube, wäre es frisch, dann würde es lecker sein. Weiß ich nicht, Leute. Ich glaube, ich kann nicht mehr sagen, wie gut sind, ne?